und herzlich willkommen hier auf Hedi Media, unserem BookTube-Kanal. Ich bin der Konstantin. Ich bin die Yvonne. Und heute zeigen wir euch unseren letzten Neuzugang im Jahr 2022. Mhm. Ich gehe mal davon aus, das Video wird im Jahr 2023 hochgeladen. Wir zeigen euch heute die Bücher, die wir im Dezember noch gekauft, getauscht und was auch immer damit gemacht haben. Geklaut, nicht. Aus dem Bücherschrank entnommen. Genau. Ja, dann wollen wir mal schauen. Wir haben gemeinsame und jeder hat für sich noch neun. Wobei, das sieht das komisch aus. Sieht aus, als wäre das alles meine. Ich habe es auch sortiert. Das sind alles deine. Ach, deine sind da drüben. Ja, meine sind hier und deine sind da, die gemeinsamen sind da unten. Alles klar. Ich habe natürlich wieder Bücher gefunden, die irgendwie zusammenhängen und habe natürlich immer beide davon genommen. Also Teil 1, Teil 2 sozusagen. Gut, dass es eine 10 Stück waren. Das mache ich aber nicht. Das wäre der teuer. Nein, das machen wir nicht. Flohmarkt, ja. Aber da, ne? Neubücher. Also, dann fangen wir mal an. Gut, also fangen wir mal an mit, ich weiß nicht, ob die Bücher gut sind oder nicht, aber bin gespannt. Bei dem Buch Höllendämmerung, Sandman Slim, von Richard Gatray, Höllendämmerung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der erste Teil war oder Höllenjäger der zweite Teil ist. Also das sind die zwei Bücher, die ich gekauft habe. Ah, hier hinten steht es, das ist der zweite Teil. Mhm. Und das ist der erste Teil. Endlich haben die mal das geschafft, drauf zu schreiben. Also es geht auf jeden Fall um einen Magier, der beste Magier aus Los Angeles. Und der wird ermordet und zur Hölle geschickt, kehrt aber wieder zurück und will sich dann entsprechend nach 11 Jahren rächen. Ja, aber es kommen natürlich wieder Engel und Teufel dazwischen, die böser sind als der Magier selbst. Und dadurch wird er eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Anti-Helden. Also stark heißt der Magier, muss noch skrupelloser sein als die anderen Dämonen und so weiter. Ja, aber nach über einem Jahrzehnt in der Hölle dürfte das kein Problem sein. Also mal schauen, ob das gut ist oder nicht. Also ich habe mir das Cover gesehen, fand ich geil. Und dann habe ich mir gedacht, nachdem ich das den Klappentext gelesen habe, das hole ich mir und habe geguckt und dann stand da eine 1 davor und da habe ich im Schrank gesehen, eigentlich habe ich die 2 zuerst gesehen, habe gedacht, 1 sehe ich hier nicht. Da habe ich zweimal überlegt, ob ich es mitnehme oder nicht, weil das 1 hätte ich dann digital halt geholt, wenn es unbedingt sein muss. Und dann zufällig habe ich eine andere Reihe, die ich dann jetzt danach zeige, gefunden und dann habe ich neben dieser Reihe das erste Buch gefunden und dann habe ich mir die natürlich gleich mitgenommen. War das hier bei der örtlichen Bibliothek? Nein, das war bei dem... Da, wo wir arbeiten, im Ort. Ja, genau. Okay. Wir unterstützen den örtlichen Buchhandel. Achso, eine kleine Änderung haben wir natürlich jetzt. Wir haben beschlossen, keine Affiliate-Links mehr unter unseren Videos zu setzen. Das hat jetzt keine besonderen Gründe. Aber wir werden uns einschränken, was das Einkaufen geht. Also eigentlich kaufen wir nie bei Amazon Bücher ein. Ja, das stimmt. Bin noch nie, sehr ewig, eigentlich fast nie gemacht. Trotzdem wollen wir jetzt, wenn wir Bücher holen, auch online E-Books. E-Books habe ich halt bei Amazon geholt, weil es am einfachsten war. Aber ich werde das jetzt, da ich entdeckt habe, dass unsere örtliche Buchhandlung dieselben E-Books sozusagen verkauft wie Thalia und Dings über irgendwelche Seite. Ich weiß nicht, wie die heißt, diese Genial Lokal, genau. Lokal, ja. Und deswegen, da ich die Bücher eh darüber kaufe, werde ich auch keine Affiliate-Links für irgendwelche Drittseiten auf meinen Videos mehr machen. Ich werde zwar Links, vielleicht, wenn ich die Bücher auch in unserer Bibliothek, in unserem Laden hier sehe, mache ich einen normalen Link dazu, damit ihr euch besser darüber informieren könnt. Aber ich werde halt keine Affiliate-Links nutzen. Erstens bringt es bei so einem kleinen Kanal nichts. Für später vielleicht, aber wer guckt sich die uralten Videos denn zufällig nochmal an? Das ist halt eine Sache. Ja, also spart es erstmal am Anfang viel Arbeit und wir haben mehr Zeit, die Videos zu drehen. Und die Bücher zu lesen. Und die Bücher zu lesen sowieso, genau. Ist ja vielleicht auch nicht unwesentlich. Aber es gibt trotzdem immer zusätzliche Informationen unter den Videos, das ist klar. Vielleicht auch ein paar nützliche Links, die euch weiterhelfen bei der Auswahl der Bücher. Vielleicht finden wir irgendwas oder neue Videos. Und dann bist du mit deinem nächsten dran. So, und zwar habe ich eine neue Autorin für mich dieses Jahr entdeckt, und zwar Manuela Inusa. Die hat ja diese Reihe mit dieser Valerie Lane rausgebracht.
Und ich habe jetzt hier ein weiteres Buch, und zwar Die kleine Straße der großen Herzen. Ich glaube, das ist der 6. Teil dieser Reihe. Und da geht es auch wieder um diese ganzen Geschäfte und die Freundin mit ihren ganzen Geschäften in dieser Valerie Lane. Es geht um einen Chocolatier und viele andere. Da gibt es noch den Teeladen, den fabelhaften Trödelladen, Wollladen, also jede Menge Läden, die es da gibt. Und das ist der Abschlussband. Das heißt, ich kann jetzt nicht viel sagen darüber und ich will auch nichts spoilern. Nur so viel, dass es halt eben wieder um diese Freundin und ihre Läden geht. Ich bin sehr gespannt, wie mir die Reihe gefallen wird. Ich habe ja noch nicht angefangen mit. Ich will versuchen, die auf einen Schlag dann hintereinander wegzulesen. 6 Stück, das ist großes Unterfangen. Aber damit zumindest zusammenhängt, wenn auch nicht auf es geht, hintereinander. Ja. Ne? Manchmal kann es langweilig. Genau, ich fand die halt sehr ansprechend vom Cover her. Die sind immer sehr schön aufgemacht. Und das sind halt so Wohlfühlbücher, die kann man wunderbar zwischendrin lesen. Ja, ich gebe dann schon mal weiter. Gut, dann kommen wir zur nächsten Reihe, die ich, wie ich schon erwähnt habe, neben dem anderen entdeckt habe. Das ist die Reihe von Kim Raabe. Berlin Monster. Das Nachts sind alle Mörder grau und ein Dieb kommt selten allein. Ja. Weiß ich nicht genau. Mhm. Jedenfalls geht es um einen Privatdetektiv. So wie habe ich schon Gefallen daran gefunden, dass immer mit so außergewöhnlichen, wie nennt sich das, übernatürlichen Monster, Phänomen etc. beschäftigt und ist so eine Art Krimi mit übernatürlichen Wesen, genau. Und so ist es auch hier. Hier geht es offenbar um Djinns, also Djinns sind diese Flaschengeister. Und wenn ich das so sehe, auch Werwolf gibt es hier in dem Buch, in dem anderen Buch. Schönes Geister und irgendwie nennt es die halb Pferd, halb Mensch. Keine Ahnung, wie die man die nennt jetzt gerade. Da komme ich jetzt auch nicht dran drauf. Ja, ihr kennt sie sicher aus Harry Potter. das sind die zwei Bücher, die ich dann auch so im Schrank gefunden habe. Und mir hat hier eigentlich auch nur das, die Art und Weise, was jetzt da drin vorkommt, gefallen. Deswegen habe ich es mir gekauft. Also ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, okay, das könnte ich auch mal mitnehmen. Neben den anderen beiden. Dann hatte ich die zwei Bücher in der Hand. Und dann habe ich gesehen, ach, guck mal an, da ist das zweite Band von dem anderen Buch. Das erste Band von dem anderen Buch. Da kann ich es doch holen. Also bin ich hingegangen und habe dann alle vier geholt. Ja, das nenne ich mal einen erfolgreichen Beutezug. Genau, und dafür habe ich in diesem Monat halt nichts Neues. Das reicht ja wohl auch, gekauft. Oder? Das stimmt nicht so ganz. Ach, das ist eine andere Handlung. Ja, aber da steht jetzt wieder mal nicht drauf, dass es Teil einer Reihe ist. Oder zumindest nicht auf dem Rücken. Nein, das habe ich dann erkannt durch irgendwas. Die Verlage könnten sich da echt mal was einfallen lassen. Ja. Das ist, na gut. Wird sich das habe ich daran erkannt, dass es zwei Bücher im Schrank waren. Ja, gut. Aber du weißt ja nicht, ob es noch 3, 4 und so weiter. Das ist, ja, mal sehen, weil das ist so eine Art Krimis. Das heißt, vielleicht ist es so wie bei den Krimis, dass der alt an immer neue Fälle sieht. Aber immer an sich abgeschlossene Fälle. Genau. Gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich mir den zweiten Teil, wenn man das so sagen kann, oder die Fortsetzung von Honigtod geholt, nämlich Marlene von Hanni Münzer. Die war ja eine Nebenfigur in dem ersten Teil, Honigtod. Und da war ich sehr gespannt, weil das erste hat dann wirklich super aufgehört. Am Anfang hat es ein bisschen geschwächelt für meine Begriffe, aber dazu im Lesemonat mehr. Aber ich war dann sehr neugierig, wie es weitergeht mit Marlene. Und deswegen habe ich mir diesen, in Anführung, zweiten Teil geholt. Denn, ja, steht auch drauf, Band 2 der Honigtod-Saga. Es spielt ja hier im Zweiten Weltkrieg und es geht um Spione, es geht um die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und eine Freundschaft zwischen zwei Frauen, so grob umrissen. Und wer unsere Videos kennt, der weiß, dass ich diese Zeit, also Bücher aus dieser Zeit gerne lese oder Bücher, die in dieser Zeit spielen. So ist es richtig ausgedrückt. Und da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt. Ja, dann haben wir noch, willst du die gemeinsamen vielleicht noch vorstellen? Ja, dann wie viel hast du denn noch? Ich habe noch einige, oder soll ich erstmal weitermachen? Nee, warte mal, wenn ich eins jetzt, wie viel hast du noch? Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5.
Ja? Ja, dann zeig schon mal das nächste. Okay, also dann habe ich aus einem Bücherschrank bei uns mitgenommen Sommernachtsgeflüster von Katja Fjorde. Die macht ja auch immer diese, gibt es ja immer diese Filme, die ähnlich wie Rosamunde Pilcher sind. Hier ist es ein typisches Sommerbuch, Liebesroman. Ein Leben ist in eine Sackgasse geraten. Frau macht Urlaubsreise, um sich neu zu erfinden, neu anzufangen. Das ist so der Hintergrund der ganzen Sache. Sie lernt einen Künstler kennen und das bisherige Leben holt sie aber wieder ein. Also ihre Vergangenheit holt sie wieder ein und dann entstehen halt eben Turbulenzen, wie das öfter so vorkommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das werde ich auf jeden Fall auch im Sommer dann lesen, weil jetzt ist ja definitiv nicht so der Zeitpunkt dafür. Mhm. Aber das ist auch wieder was Schönes für zwischendurch. So, das nächste Buch muss ich einblenden, weil ich das digital gekauft habe. Wie ihr wisst, haben wir ja einen neuen Autor hier aus der Gegend entdeckt. Und die Reihe nennt sich Falkan. Das ist ein Polizist, ehemaliger Polizist, der jetzt im zweiten Buch ein Privatdetektiv sich entschieden hat, als Privatdetektiv weiterzumachen. Weiß nicht, ob er das auch gemacht hat, aber das war sein letzter Wunsch, als er im letzten Buch das gesagt hat. Und ja, so jetzt in dem Fall, er ist Rentner, habe ich das schon gesagt, und er lebt halt in Altenhaslau und darum ist das, ist das Lokale von dem, wie nennt es schon nochmal? Krimi? Ja, Regionalkrimi. Also in dem Regionalkrimi ist das Lokale halt Altenhaslau. Und als Rentner langweilt er sich offensichtlich sehr. Und da in dem Buch erfährt man jetzt nicht viel aus, um was es geht, aber da wir das, dass ich das erste Buch gelesen habe und es sehr gut gefallen hat, also es ist gut geschrieben gewesen und so, haben wir uns beschlossen, auch das zweite Buch jetzt zu holen. Allerdings als E-Book, weil es einfacher ist, als das zu suchen und zu bestellen. Aber wie gesagt, wir bestellen auch E-Books jetzt nur noch bei unseren örtlichen Buchhandlungen. Ja, da kommt also ein neuer Nachbar dazu und er hat, bittet ihn um einen Gefallen, den Polizisten Falkan. Und aber er nimmt den Gefallen an, aber wird natürlich wusste er noch nicht, dass es da wieder um einen Toten, also wieder einen Toten entdecken wird. Eine Überraschung. Ja, in einem Krimi. Ja, gell? Erinnert mich an die Serie, wo jedes Mal irgendein, egal was die Polizisten machen, wer. Dieser bayerische. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme gerade drauf. Da haben wir so oft geguckt. Hupsi und Staller. Genau, Hupsi und Staller. Egal, was die beiden machen, irgendwie fallen die immer über irgendeine Leiche. Sie stolpern über Leichen im wahrsten Sinne des Wortes. So sehr, dass da auch schon der Chef immer sagt, schon wieder ein Tod. Ja, irgendwie. Ja, und so ist es natürlich in Krimis auch, aber. Welche Überraschung. Jedenfalls war das, hat er so gut geschrieben, dass ich mir gedacht habe, ich hole mal das zweite Buch und lese mal weiter. Also das war überraschend für ein Debüt, war sehr, sehr gut. Und für einen, leider ist er halt nicht bei einem Verlag und dadurch ist sind seine Bücher halt nicht so bekannt, wie es hätte sein sollen. Und er macht die Cover natürlich irgendwie... Books on the Mond macht, ja, macht über Books on the Mond. Ich glaube, die Cover am Anfang hat er sowieso selber ausgesucht. Mhm. Die nächsten sind besser geworden, also er hat die überarbeitet. Bei den digitalen, glaube ich, beim Drucken wahrscheinlich auch, sind besser geworden, aber ja, wie gesagt, er verkauft sie leider über Books on the Morn und dadurch ist es nicht sehr weit verbreitet. Ja, vielleicht deswegen, ich weiß es nicht, aber er ist ein guter Autor. Ja. Mehr dazu im Lesemonat. Ja, ich blende es ein, ich muss nochmal gucken, wie der Autor heißt. Gerhard Krieg heißt der Autor und Falkan und der einsame Passagier ist das zweite Buch. Das habe ich gar nicht gesagt am Anfang. Nee, hast du nicht gesagt. Aber jetzt wisst ihr es. So, dann, Yvonne. Ja, ich werde es übrigens dann auch lesen, sozusagen ein gemeinsamer Krimi. So, ja. Kommt in unser gemeinsames Regal. Ja, jetzt habe ich hier, vorhin hatte ich den letzten Teil der Reihe, jetzt habe ich den ersten Teil der Reihe, Manuela Enosa, der kleine Teeladen. Zum Glück, hier fängt also diese Reihe um die Valerie Lane und die Freundin aus der Valerie Lane an. Es geht hier um Lori. Lori hat ihr Hobby mit dem Tee und seinen tausend Möglichkeiten zum Beruf gemacht, hat einen Teeladen eröffnet und das Ganze ist natürlich mit Turbulenzen verbunden. Es kommt dann auch noch eine Liebesstory rein. Das Buch ist relativ dünn, also ich schätze mal, das sind keine 300 Seiten. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf den Auftakt oder beziehungsweise auf die ganze Reihe. Und das ist jetzt der Auftakt. Eins fehlt mir zwischendurch, das muss ich noch dann über E-Book mir besorgen. Aber
Vielleicht läuft mir es auch anderweitig über den Weg. Willst du weitermachen? Jo. Ich habe jetzt noch 3 Stück. Na ja, gut, dann gut. Machen wir den nächsten. Ich weiß jetzt nicht, welches das erste und also welches ja, das nächste oder das übernächste merken. Ist. Ihr furchtbar. Kennt sicher von Carsten Dusse Achtsam Morden, das war der erste Teil. Und danach folgen etliche Teile inzwischen. Also ja. 3, 4 Teile sind es insgesamt. Ja. Und hier haben wir Achtsam, Lesezeichen, Achtsam Morden am Rande der Welt. Ich glaube, das ist der dritte Teil. Oder der vierte. Und das Kind in mir will achtsam morden, ist der zweite Teil. Gut, der Grund, warum ich das geholt habe, ist jetzt kein besonderer. Ich habe den ersten Teil. Yvonne hat den ersten Teil schon gelesen. Vor etlichen Jahren schon, ja. Und er soll gut gewesen sein. War und gut. Da wir jetzt gerade in der Buchhandlung halt gerade die 2 Bücher jetzt da stehen haben, sehen, haben wir gedacht, ja, warum nicht? Nehmen wir mal mit, dann können wir das fortsetzen. Und machen sich auch sehr gut im Bücherschrank, sehe ich gerade. In der Schwarze. Mhm. Ich finde halt die Kombination aus Krimi und dieser, ich sag jetzt mal, Verballhornung dieser Thematik mit dieser Gelassenheit und Achtsamkeit, die ja bisweilen schon ein wenig manchmal nervtötend sein kann mit den Ratgebern, finde ich dann schon ganz interessant. Und deswegen hat mir das Buch damals, der erste Teil, auch sehr gut gefallen. Ich weiß nicht mehr genau, um wen es ging und um was es ging, aber ich weiß noch, dass es gut war. Also ist ja ein also bisschen ich weiß was so, weil, dass er sein Chef oder sowas. Ich weiß, nee, Quatsch. Ich glaub, der ist Anwalt ist, genau. Und da gibt es einen Schwerverbrecher. Musste, genau, und den musste er vertreten. Das genau. Ging so auf die Nerven irgendwas und da hat richtig, er dann genau. Und das, achtsam morden ja, wollen. Also ich fand es wirklich gut. Gut, dann bin ich gespannt. Also wann ich das lese, weiß ich jetzt nicht. 2 auf einmal wieder vorgestellt. Ja, muss ich ja, weil die zusammengehören. Gell? Bitte zustimmen. Ja. Dann, ja, dann bist du jetzt schneller fertig. Ich bin jetzt eigentlich fertig. Das gut. Heißt, die restlichen Bücher kommen jetzt noch von der Yvonne. Sie hat wieder mehr gekauft als ich. Ausnahmsweise mal. Nein, habe ich nicht. Ich habe ja doppelt. Dafür habe ich ja keine Reihen im genau. Katzen im Sack gekauft. Dann habe ich eine weitere Reihe. Das ist jetzt auch hier der Auftakt und zwar von Gabriela Engelmann, auch eine Autorin, die ich dieses Jahr, ja, ich habe schon öfter was gelesen von ihr, aber ich habe dieses Jahr noch ein paar mehr von ihr gekauft. Das ist jetzt die Reihe um diese Villa-Reihe. Heißt auch eine Villa zum Verlieben. Es geht hier um 3 Freundinnen, die eine Begeisterung für eine alte Stadtvilla in Hamburg haben. Die haben eigentlich so sonst nichts gemeinsam, aber die finden diese Stadtvilla toll und ziehen da ein, sozusagen als WG. Und jede möchte sich beruflich verwirklichen. Das hat alles irgendwie wieder diesen Frauen ab 40 aufwärts, Touch, aber irgendwie fliegen mir diese Bücher in letzter Zeit. Ich frage mich die ganze Zeit, was es bei Männern wäre. Da wären so Midlife-Crisis-Bücher. Ja, wahrscheinlich Midlife-Crisis-Bücher. Fährt immer einer mit dem Motorrad irgendwo hin und erlebt was. Vielleicht, ja, wäre vielleicht auch mal eine Idee, was zu schreiben. Also wie gesagt, ist auch der Auftakt einer Reihe. Auch hier bin ich wieder sehr gespannt. Gabriela Engelmann hat bis jetzt, hat ja viele Reihen geschrieben, hat aber auch viele Standalones. Ich habe sowohl schon Reihen gelesen, als auch schon Standalones und ich finde die auch immer erfrischend. Die spielen ja alle im Norden irgendwo. Es gibt Rügeninsel, nicht Saga, aber Rhein und andere Nordseereien. Ich finde, die sind ideal für den Sommer oder für den Spätherbst. Also müssen sie leider noch ein bisschen warten, aber wird auf jeden Fall gelesen. Vielleicht. Dann habe, na nix vielleicht, die Frage ist eher nur wann. Ach so. Aber dazu kommen wir später in einem anderen Video. Dann habe ich aus dem Bücherschrank bei uns mitgenommen, mal was ganz anderes und zwar vom Aussteigen und Ankommen von Jan Grossrath, Besuche bei Menschen, die ein einfaches Leben wagen. Hier muss ich ehrlich sagen, ich habe es mitgenommen wegen dem Wohnwagen vorne drauf. Ich dachte, es wäre sowas wie ein Buch über Camping und so. Aber der Untertitel, den fand ich jetzt auch sehr interessant und deswegen habe ich es eigentlich mitgenommen. Hier geht es halt darum, dass Leute die einfachste Art und Weise des Lebens wagen und das finde ich immer ein bisschen interessant, muss ich sagen. Außerdem fand ich den Wohnwagen süß. Mhm. Und da wir auch schon mal gecampt haben und ich das sehr entspannend fand, dachte ich, das ist ein gutes Buch. Also könnte ein gutes Buch sein. Dann habe ich ein historisches Buch noch mitgenommen von Leonie Ossowski, Herrn Rudolfs Vermächtnis. Hier geht es um, ich überfliege das mal gerade und erkläre es, 6 Waisenkinder auf der Flucht durch Ostpreußen im Kriegswinter 1944, also wieder meine bevorzugte Epoche. Und ja, hier geht es einfach ums Überleben dieser 6 Waisenkinder und ein bewegendes Fluchtdrama.
Ist ganz so mein Ding. Und wird auch wahrscheinlich nicht lange auf dem Sub verweilen, ähnlich wie von Hanni Münze Marlene. Mhm. Ja, das waren, nee, Quatsch, doch, das waren unsere Neuzugänge, ja, leider. So. Die letzten dieses Jahr. Ja, und wie gesagt, nächstes Jahr kann es sein, ach nee, haben wir ja noch nicht gesagt, ja, nächstes Jahr kann es sein, dass die Neuzugänge etwas schrumpfen. Müssen sie. Ja, weil wir vorhaben, das auf Bedingungen zu knüpfen. Ja. Erstens kommen wir mit, ist es ja toll, ein Bücherregal zu haben mit ganzen Büchern. Das ist sowieso, das soll auch so bleiben. Ja. Weil wir eher die Auswahl haben wollen, zu lesen, genau, wann wir wollen und nicht schnell einkaufen gehen, um was zu lesen. Das ist immer nervig. Also ich finde sowas nervig. Wir wollen halt einfach die Auswahl haben, je nach Stimmung. Also ich bin genau, zum Beispiel ja auch ein Stimmungsleser. Aber wirklich ganz neue Bücher aus der Buchhandlung holen wir nur, wenn es eine Reihe ist, die ich unbedingt lesen will. Genau. Zum Beispiel. Die wir beenden wollen zum genau, Beispiel und der nächste Teil halt einfach rauskommt. Ja, und ja, ganz neue Bücher, also Reihen, die wir noch nicht begonnen haben, beziehungsweise ganz neue Bücher, so wie jetzt hier bei diesen Fantasy-Dingern, da müssen wir immer warten, bis wir die Bedingungen erfüllt sind, dass wir die holen können. Wir sagen jetzt die Bedingungen noch nicht so nee, fest, weil wir das nicht wissen. Genau. Aber es ist halt an Bedingungen geknüpft, bevor wir ein neues Buch kaufen. Das soll natürlich auch ein bisschen dazu führen, dass wir unseren Sub abbauen, auch wenn es eine schöne große Bibliothek ist, aber wir wollen ja auch einreihig bleiben bei unserem Sub und da müssen wir einfach mal ein bisschen auf die Bremse drücken, was Neuzugänge angeht, weil also ich kann das für mich jetzt nur sagen, ich komme nicht mehr hinterher. Wir haben jetzt beide Inventur gemacht, wenn man das so nennen kann, und haben gemerkt, also ich habe gemerkt, hoppla, das wusste ich gar nicht, dass ich das auf meinem Sub hatte. Und ja, aha, das heißt für mich, ich muss ein bisschen langsam machen. Ich komme auch mit dem Lesen nicht hinterher. Also, das ändert sich ja jeden ja, Monat, jeden Tag. Es ist ja immer anders da. Auf jeden Fall gibt es dazu noch mal ein extra Video. Es gibt ja auch noch das Gelesen im Dezember-Video. Da kann man auch noch mal was ein bisschen dazu erzählen. Für heute war es das jetzt erstmal, ne? Ja. Oder wolltest du noch? Nein, dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Genau. Erholt euch, bevor es wieder losgeht am Montag. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Falls ihr Interesse habt an weiteren Videos, könnt ihr hier unseren Kanal abonnieren oder da oben die Glocke drücken. Nein, da oben ist das nächste Video. Achso, aber die Glocke drücken nicht vergessen. Genau. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's bye, bye. Gut. Ciao. Ciao.